Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Multi S. Ja, weiter in meiner Aufnahme-Rush. Ja, mittlerweile Part 30. Ja. Die Stunde. Okay, ich mache direkt weiter ohne Punkt, Komma. Wer wissen wir, was jetzt passiert ist, schaut in der nächsten Part. Die dunkle Kraft in diesem Ring ist zu stark. Ich kann mich nicht bewegen. Diese Sensation ist dieselbe wie. Ah! Grrr. Oh, Zikwa ist weg. Oh nein! Dies hat Zikuraimon zu meinem Partner gemacht. Wenn du ihn zurück willst, komm zum Lava River alleine. Du bist nutzlos. Ha ha ha. Ha. Oh nein. Nun, Zikuraimon. Er ist komplett unter seiner Kontrolle. Ja, genau. Das hört sich genauso an. Ich werde zum Lava River gehen und Zikuraimon retten. Ja, bitte. Tu, was du kannst. Sei vorsichtig, ne? Und lass die Verteidigung nie sinken. Natürlich, ich bin auf dem Weg. Wow, das könnte interessant werden. Das heißt, wir haben dann einmal gegen alle vier Souveränen gekämpft. Das heißt, der nächste Kampf wird gegen Zikuhaumon sein. Dem Feuerphönix. Mit dem dürfte insbesondere Sasa sehr reinhauen. Na dann, machen wir gleich ohne Umschweife auf den Weg zum Lava River. Ich hoffe, ich meine, irgendwann mal. Was ist das denn da oben? Das sieht cool aus. Ah, cool. Wir müssen also nur da oben hin. Lol. Gehen wir mal nach oben. Mal nach unten würde uns nur davon wegführen. Das heißt, wir haben ungefähr ein Ziel vor Augen, laufen aber erstmal überall gegen. Könnte ein langer Weg werden. Ist immer länger geworden. Und ich wette, es kommen neue Digimon. Mamimon! Ja, nicht Tamers, zweite Staffel waren die. Mamimon, ja, das Mumien-Digimon sehr wahrscheinlich, ne? Da muss man nicht kreativ für sein. Aber der Sprite von dem ist ja unglaublich hässlich. du tackelst das andere mal weg. Wir können nur Kratzer und Tackle oder so. Oder Kratzer und Hund, wie das später ja war. Jo, und du kannst beide angreifen. Mal gucken, ob's reicht. Für weder und noch. Super gemacht. Du hast natürlich auch keinen Angriff, der auf zwei Felder geht oder so, ne? Natürlich nicht. Egal. Dann kratzt den einen mal eben weg. Gut, also mit normalen Angriffen kommen wir hier tatsächlich sogar in. Oh, er greift Jonas an. Es macht trotz der guten Ausrüstung doch noch etwas Schaden an ihm. Welches Level haben die Gegner eigentlich? 42. Naja, wir sind noch drüber. In Erfahrung geben die ein bisschen mehr als die anderen. Gut, gehen wir weiter. Nach oben. Dann jetzt hier lang. Da oben ist wieder so ein Gedingens, Bumsens, Tutten. Komisches Geräusch. Ein Creepy Mon. Hallo, bisschen Creeper, huh? Creepy, Creepy Mon. du greifst Creepy Mon an. Der ist ja auch so creepy. Egal, du schlägst jetzt beide vor Freude ab. No. Immer die Vorspultaste nutzen und das war's. Okay. Jo, nein, Murphy steigt bald sein Level. Der legt aber hier los mit seinem Level. Bling! Bling! Wo sind wir hier? An einer Truhe. Toll. XP. Oh, ein neuer XP-Ring. Den können wir wem geben? Murphy. Bada! Digimon. Murphy. Equipment. XP-Ring. Change. Und zwar den.
Xperia. Keine Ahnung. Griechischer Buchstabe der Wahl bitte hier einfügen. Greatly increases XP received after winning a battle. Okay. Das heißt, es erhöht ein ganzes Stück weiter als vorher noch die XP, die wir nach am Ende eines Kampfes kriegen. So, weiter geht's. Oh, wir sind bereit, aber sowas von. Und nein, ja. So, jetzt hatte Murphy auch mal wieder sein Level-Up. Und das heißt, ja, wir sind hier lang gegangen, um eine Truhe zu finden. Episch. Leucht. Okay, dann gehen wir wieder zurück. War ja kein weiter Weg. Mit einer Menge Kämpfen. Weiter geht's. Da runter. Da lang. Da runter. 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 Kämpfen. Oh, ein Black Repeatmon. Und noch ein Black Repeatmon. Digimon kämpfen wir zwar schon, sind wir aber noch nicht in Wild begegnet. Puh, dann kratz mal dran. Fehlt Pelz hier auseinander. Na, nicht ganz. Okay. Dann leck du mal das da ab. Vielleicht schmeckt's ja nach irgendwas. Zum Beispiel nach Tod. Tod soll gut schmecken. Ja, und mit... Ich will jetzt keinen... Du machst... zweimal deinen Angriff und das dürfte auch hoffentlich reichen. Danke, hätte sogar einmal gereicht. Ich sehe jetzt keinen Unterschied in den Erfahrungspunkten, die wir kriegen, aber wird wohl schon so sein. Das ist bestimmt so wenig, dass der Prozentsatz gar nichts daran ausmacht. Gehen wir da lang. Ich hoffe, da kamen wir nicht her. Oder kamen wir doch hierher? Okay, hier kamen wir her. dann gehen wir jetzt nach unten. Haben wir irgendwo noch eine Abzweigung gesehen als hier? Keine Ahnung. Egal. Können die nicht am Anfang eines Dungeons auf uns warten? Nein, wir müssen jetzt den ganzen Dungeon durchlaufen. Aber das ist ja ganz nett hier, wobei ich irgendwie mit anderen Digimon gerechnet habe. Keine Ahnung, gibt es typisch Feuer-Digimon, abgesehen von Sigmarumon zum Beispiel. Gehen wir mal nach unten. Da ist eine Truhe. Toll. Kämpfe. Noch toller. Level Up für Jonas. Farm Report. Wir gucken uns einfach mal einen an. So. Ja, Diadromon. Weder Diadromon noch Selim hatten dieses Mal ein Level Up. Und Bot hat Diadromon ein gut gemacht, ein Slim ein gut gemacht und das war's. Der Oddbot ist Level 3. Wir bekommen 300 Kilo Food dazu und verlieren jeden Tag minus 50. Das heißt, wir haben ein positives Einkommen an Digimon Food. Zumal wir eh noch bei Kämpfen Digimon Food bekommen und hier ist wieder so eine Teleport-Dingens. Wo geht's hin? Ein Feld weiter. Gut. Auch cool. Gehen trotzdem weiter, haben da oben die Truhe und haben wieder eine Abzweigung verpasst. HP Full T, also das heißt ein Team, das heißt wohl alle, bekommen Full HP. Wobei, ich habe jetzt ein bisschen überlegt, so die Digimon, die erscheinen, dann ist das so ein bisschen Höllenfeeling hier drin, so Mumien, wie dieser Creepymon. Also so Heaven hat mir vorhin mal, dann sind wir jetzt eben in der Hölle gelandet. Aber wo ist, haben wir eine Abzweigung verpasst? Naja, nach Link gibt's ja nichts mehr. Das heißt, wir müssen hier lang. Was anderes gibt's ja nicht. Haben wir hier irgendwo eine Abzweigung verpasst? Oh, ein Black Repeatmon und ein Cyberdramon. Machen wieder was Neues in diesem Kampfsystem. Ja. Wie machen wir's? Kratz einfach mal ein Cyberdramon. Kratz, kratz. Ein Critical Hit. Er ist sofort weg. Gut gemacht. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt kein Risiko ein. Schlag ihn ab. Und er ist tot. Zu Tode geleckt. Muss ein interessanter Tod sein.
Auf jeden Fall geht es jetzt hier wieder nach rechts und nach oben und nach links und nach unten und nach links und nach oben. Wenn das so weitergeht, habe ich sogar einen Hyandromon noch, bevor hier irgendwas passiert, sofern er so weit hochleveln darf. Nee, da war eine Truhe. Dann gehen wir hier nochmal nach rechts. Ist hier denn noch was? Irgendwas Interessantes? Zum Beispiel ein Weg, der irgendwo hinführt und nicht in einer Truhe endet. Oh, ein Piedmon. Piedmon war das Digimon, was ich gesucht habe. Ah. Ja, da haben wir jetzt... War Machtramon nicht sogar die letzte der vier? Ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt Devas waren oder nicht. Versuchen wir mal zerkratzen. Ja, super, danke. Jetzt weiß ich auch genau, ob es ihn auch so töten würde. Vielen Dank. Ja, und du leckst das andere Piedmon mal ab. Vielleicht schmeckt nach Karte. Und? Ja, Karte schmeckt lecker. Gut. Hätten wir das. Und endet es in einer Truhe? Nein. Es geht weiter und hoffentlich ist es der Weg, den wir brauchten. Ah, ein MP-Chip. Macht sich immer gut. Danke, 1000 Bits. Vielen Dank, Davy. Selim. Vielen Dank. Ah, hier sind wir. Super. Bevor ich jetzt drüber gehe, einmal den Zustand unserer Digimon angucken. Okay, alles in Ordnung. Wir können in den Kampf gegen Zikuaumon treten. Oh, ihr habt euch also entschlossen zu kommen. Ich bin sehr stolz, dass ich nicht meinen Atem vergoldet habe. Wie du versprochen hast, ich bin hier, um Zikuaumon zurückzuholen. Warum die Eile? Lass uns doch ein bisschen reden. Du siehst so wie ein Thema aus. Warum schließt du dich nicht uns Bad Tamern an? Und wir regieren die Welt zusammen, das ist so typisch. Du bist besser uns als wir? Ja, dann schließe ich auch uns. Das schlagt mir gleich aus dem Kopf. Ich werde niemals solchen bösen... niemals über meine Leiche... Oh Gott, ich würde euch niemals... Ich werde euch nur im... Boah. Ich werde euch nie beitreten über meine Leiche. So. Haha. Ich habe gewusst, dass du das sagst. Nun werde ich einfach... muss ich dich einfach nur loswerden. Ach, wie süß. Ach, wie hübsch. Was hat er denn? Ach, du Schande, die drei heiligen Engel. Dank dem bösen Ring gehören, sind alle heiligen Digimon auf meiner Seite. Moment, das sind Seraphimon, Ora, Ufanimon und das Mega-Level von Dingens. Oh, ich hätte Frontier öfters gucken müssen. Nee, fällt mir gar nicht ein. Ich bin kein schlechter Tamer, hä? Diese Digimon gegen ihren Willen zu kontrollieren, macht dich nicht zu einem guten Tamer. Rede keinen Schwachsinn, sondern besieg mich. Beziehungsweise laber deinen Schwachsinn, nachdem du besiegt hast. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen Ufanimon, Seraphimon. Ja, Seraphimon. Ach, Cherubimon. Gut. Und, ach nee, das ist gar nicht. Das ist, Entschuldigung. Guardian Angelmon. Wäre. Das heißt. Moment. Nichtsdestotrotz sind es drei Digimon. Und Guardian Angemon ist ja mal schnell. Aber da kommt keiner an den Zug, weil Murphy sie einfach mal kurz so im Grund und Boden hämmert. Cool. Tschüss, ihr drei. Uhu, ich hab gewonnen. Nun, gib mir Zikuhauma zurück. Oh, sicherlich, wenn du ihn besiegen kannst. Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn man nicht trainiert hat und dann plötzlich vor diesem Kampf steht. Halt aus, halt ein, Enkel Zikuhauma. Ich werde dich sofort zurückholen. Oh, wow. Ich mag Zikuhauma. Zikuhauma ist cool und er ist schnell. Nichtsdestotrotz, selbe
Vorgehensweise wie immer. Und hoffen, dass. Oh ja, er hält ein bisschen mehr aus. Aber da ich denke, dass er sowas wie ein Feuertyp ist, dürfte ihm Wasser ja eigentlich wehtun. Oder ich habe zu viel Pokémon gespielt. Ja. Ah, gut, Sasa ist ausgewichen. Haha. Meteorrings. Meteorenflügel. So einmal hier beliebige Stimme einfügen. Feuer. Mach nochmal Atomic Ray. Der Angriff war gut. Ja, oder doch nicht so ganz. Oder es machen Coven. Ist ein Feuerangriff auf ein Wassertyp Digimon. Also das klingt trotzdem irgendwie dumm. Nichtsdestotrotz dieselben Angriffe wie vorher. Wir wollen schließlich unseren Souveränen wieder haben. Ich mag ihn. Ich mag ihn einfach. Der ist cool. Versuchen wir mal den Angriff. Wir haben ja mehrere Dreifelder-Angriffe. Boah. Der Hammer. Der Hammer. Der Hammer. Der Hammer. Oh, ich kann nichts anderes mehr sagen. Das war wirklich cool. Kannst du noch irgendwas Interessantes nehmen? Dann machen wir mal den Angriff. Der Hammer. Das war der Hammer von Sasa. Ich mag Sasa jetzt. Murphy müsste jetzt auch bald sein Level. Ah, der hat sein Level ab. Ja, Murphy kann jetzt auch endlich digitieren. Müsste. Das kommt gleich noch in den Part rein. Was zum. Boah. Was war das? Was für eine unglaubliche Shugekiha? Und wo ist er hin? Und wer ist das? Wo bin ich? Sekiwamon. Ihr seid wieder ihr selbst. Als ich die dunkle Power loswerden wollte, hörte ich eine unglaubliche Ultraschallwelle. Nee. Als ich wieder normal wurde, bekam ich eine Ultraschallwelle mit. Seid ihr okay? Ja, ich bin okay, aber nur ein bisschen angeschlagen. Aber was ist mit ihm? Es ist Kane. Du bist der Boss der Bad Tamer? Ja, das stimmt. Aber wie konnte ich gegen dich verlieren? Kane. Weißt du, warum du verloren hast? Natürlich weiß ich es. Es ist, weil all diese meine Digimons, Schwächlinge waren. Ach. Nichts, was ich sage, wird dich erreichen. Du bist ein schlechter Thema. Lass uns zurück zur Zentrale gehen. Verstanden. Tentomon war in der Lage, neue hast du neue Informationen sammeln können? Nicht genau, aber er war der Anführer der Bad Tamer, weil Unknown D ihn umgarnt hat wohl. Erst also wenn wir die richtige Form von Unknown D herausfinden, können wir genau wissen, wie es weitergeht. Ich verstehe. So, was hat Kane nun vor? Beziehungsweise was passiert mit ihm? Nun, leider ist er zurück in die reale Welt gegangen. Durch ein spezielles Tor. Ach, es ist schade, dass ich nichts tun kann. Nun, es wird etwas dauern, bis wir ihn. Egal. Okay, pass für uns alle auf. Ja, er wird da jetzt einfach wohl herausfinden, wie man ihn bestraft oder so. Unknown D? Wer oder was ist es? Ich bin mir nicht sicher. Aber solange es Thema wie dich gibt, können wir nicht besiegt werden. Das ist es, woran ich wirklich glaube. Danke. Nun an, das war wirklich sehr gut von dir. Und ich muss dir auch von meiner Seite aus Danke sagen. Oh, bitte. War doch wirklich nichts. Doch, du hast harte Arbeit getan. Es war harte Arbeit für dich und uns vier Souveränen wieder zurückzuholen.
Und alle bösen Thema vertrieben. Tuten tun, ne? Darauf basierend werde ich dich zum Platinum-Thema nennen. Ja, bitte! Wirklich? Ja! Ich bin endlich ein Platinum-Thema. Da-da-da! Und ich denke mal, damit beginnt dann jetzt auch das Finale. Das werde ich mal beim nächsten Mal aufnehmen. Nur noch ein kleiner Schritt bis zum Thema-King. Aber bis dahin ist noch ein bisschen. Gib dein Bestes und trainiere. Verstanden! Ich wünsche dir alles Glück. Ich habe es geschafft. Ich bin ein und nun werde ich Thema King. tut mir leid, dass es so sein muss, aber ich werde dich in die reale Welt zurückschicken. Genau, lass ihn da stehen. Ach, shit. Was soll ich nur tun? Kane? Lässt wirklich zu, dass sie dich in die reale Welt schicken? Diese Stimme. Es ist Anondi. Hey! Schau dir an, was sie mit mir machen. Das ist alles deine Schuld. Das ist, warum ich hier bin. Deswegen bin ich hier. Ich bin hier, um dir eine andere Chance zu geben. Was? Wirklich? Ja. Zusammen mit der stärksten Kraft. Ah, das hört sich nach Spaß an. Nun, wie kann ich die Nummer 1 werden? Ich werde dir sogar meine Seele dafür geben. Ja, das sehe ich als einen guten Grund, dir zu helfen. Ich brauch dich. Njong, weggeschafft. Ich bin ein Platinum-Taber. Na, 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 na. Und wer ist der Observer der Platinum-Taber? La, 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 la. Ah, gut getan. Du hast es gut gute Arbeit. Du hast es sehr weit geschafft. Hatte ziemlich recht, was dich anbelangt. Ja, Sir, vielen Dank. Der Observer der Platinum-Taber bin ich. Es ist mir eine Ehre. Oh, ich verstehe. Ja, Sir, ich werde mein Bestes tun. Nun bist du ein Platinum-Taber. Der Thema-King zu werden ist also kein Traum mehr. Aber, von all den Themen, die es hier gibt, kann nur eine einzige Person Thema-King werden. Das ist, warum du edel und gütig und respektvoll sein sollst. Nicht zu stark in den Kampf gehen sollst und weiterhin dein Ziel verfolgen sollst. Natürlich, ich werde mein Bestes tun. Nun, hier ist meine Aufgabe für dich. Als erstes zeige uns deine Stärke, um Thema-King zu werden. Es sind 3 Themas in der Digi-Arena. Du sollst sie herausfällen, fordern in einem freien Kampf und alle 3 besiegen. Sie sind wirklich sehr stark. Sei bereit. Natürlich, Sir. Ja, das klingt interessant. Aber was ich jetzt noch machen will... Oh Gott, fast eine halbe Stunde aufgenommen. Langer Part ist lang. Die Digitation von Murphy machen wir noch. Maus. Murphy? Digitation. Ha. Hi, Anoman. Ja. Gut. Digitieren. Ja. Andromon, digitiere zu... Hey, Andromon. Oh, Entschuldigung, habe ich ein bisschen schnell weggeklickt. Yay! Awesomeness of us awesome! Okay. Entschuldigung, Maus. Nimm das so, ja. Murphy bleibt Murphy. Dann. Yes. Cool. Ayo. Ja. Er ist auch komplett durch. Fehlt nur noch Jonas. Das kann dauern. Der muss mich jetzt noch ein bisschen trainieren dafür. Oh je. Entschuldigung. Okay, ja, das reicht für diesen Part auch. Ich. Speicher an dieser Stelle auf 7. Pausiere das Ganze und sage: Der nächste Kampf in der Arena auf dem Weg zum Thema King kommt im nächsten Part. Bis dann und ciao.